Fett verbrennen ist leicht, Fett abbauen überhaupt kein Problem. Der wichtigste Satz ist immer wieder, du musst weniger Kilokalorien zuführen, als du verbrennst. Dann kannst du abnehmen. Aber wenn wir ein bisschen in dieser Materie arbeiten, wissen wir, so ganz kann das eigentlich nicht stimmen, weil wir sehen so viele Leute, die da draußen so viel trainieren, aber so richtig dicke Oberschenkel haben oder auch Arme. Wie hängt das alles zusammen? Das will ich euch jetzt zeigen, weil dieser Satz ist nichts anderes als falsch. Wichtig, es geht um ganz, ganz wichtige Begriffe. Die Fettverbrennung, die findet im Muskel statt, im Mitochondrium drin. Also vor allem im Muskel, muss man sagen. Und dort gilt natürlich, je höher das Insulin, je höher der Blutzucker, dann will der Körper auch mehr Zucker verbrennen, dann fährt er die Fettverbrennung runter. Soweit ist natürlich bekannt. Und je fitter wir sind, desto mehr Sauerstofftransport haben wir im Körper und je mehr Sauerstoff, desto mehr Fettverbrennung. Das ist auch ganz einfach. Natürlich auch während dem Training spielt es eine Rolle, die Intensität. Soweit kennen wir das alles schon. Gehen wir einen Schritt weiter, nämlich zum Fettabbau. Das findet in der Fettzelle statt und die ist wiederum gekoppelt an Kohlenhydrate und natürlich auch Insulin und natürlich auch an die Gesamtmenge, die wir essen. Essen wir weniger, irgendwo muss es der Körper natürlich auch herbekommen und natürlich geht er dann auch um die Fettreserven. Der Fettabbau ist natürlich ebenfalls in dieser Fettzelle, ist ebenfalls wieder abhängig vom Insulin und den Kohlenhydraten. Darum kann man sagen, ja, die Kohlenhydrate spielen schon eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und wenn ich den ganzen Tag Zucker nehme, dann habe ich natürlich schon eine gute Möglichkeit, ein bisschen unförmiger dazustehen. Und natürlich, wenn ich zu viel esse, was passiert dann? Ja, dann wächst es halt auch, weil der Körper natürlich Reserven bilden wird. Aber jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Punkt. Wir sehen da draußen manchmal viele Leute, zum Beispiel wenn sie in Crossfit gehen oder Pump, dann gibt es Frauen, die richtig viel trainieren, insbesondere Frauen. Wenn die nämlich nicht auf die Regeneration ihrer Muskulatur achten, und Frauen regenerieren ja schlechter aufgrund Testosteron und so weiter, wenn die also schlechter regenerieren, dann haben sie automatisch in den Extremitäten, dort wo die Muskulatur nämlich überlastet ist, einen kleineren Fettabbau und darum dort mehr Depots. Wenn ich also richtig dicke Beine haben will, dann trainiere ich jeden Tag Vollgas Squats, schaue, dass die richtig brennen und am nächsten Tag immer noch und dann habe ich immer breitere Beine. Gehen wir einen Schritt weiter, nämlich zu Fettaufbau, weil der ist gekoppelt, ganz, ganz spannend, an den anaeroben Stoffwechsel. Wird der immer schlechter, dann wird automatisch mehr Fett aufgebaut, automatisch von dem Teil, was ich esse. Ganz ein spannender Zusammenhang. Und jetzt gehen wir nämlich in die wirklichen spannenden Dinge. Esse ich zu wenig, ist meine Regeneration immer schlechter und langfristig gehen auch den anaeroben Stoffwechsel. Das heißt, zuerst mal werden einfach meine Beine immer dicker und dann natürlich auch mein Bauch. Anaerober Stoffwechsel ist eben genau, wenn der nicht mehr richtig funktioniert, gibt es automatisch mehr Depots im Bauchraum. Esse ich dann wieder mehr, was passiert dann? Dann werden die Beine wieder plötzlich dünner und wenn ich auch hart trainiere, was passiert dann? Dann habe ich automatisch einen kleineren Bauch. Ganz entspannter Punkt. Und jetzt gehen wir wieder zum Zucker. Führe ich das nämlich im richtigen Timing zu, nämlich dann, wenn es regeneriert, zum Beispiel während dem intensiven Training, habe ich einen Insulinkick nach dem Training, der richtig regeneriert, ja, bessere Regeneration, dann habe ich schlankere Beine. Und wenn ich dann härter trainieren kann, dann habe ich wiederum aufgrund mehr Kohlenhydrate einen besseren anaeroben Stoffwechsel. Und was passiert dann? Ja, dann habe ich auch weniger am Bauch. Ganz, ganz wichtig, diese Zusammenhänge zu sehen. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Wir haben nämlich sehr, sehr, sehr viel Alltagsstress. Ja, aber Alltagsstress heißt automatisch Blutzucker hoch, Insulinsensitivität runter. Heißt automatisch mehr schlechtere Fettverbrennung, mehr Fettaufbau und weniger Fettabbau. Aber gehen wir weiter, nämlich, wenn ich den ganzen Tag Stress habe, ist meine Muskulatur schlechter regeneriert, weil antioxidative Systeme schon mal ausgelastet sind, gehe ich trainieren, dann wächst es einfach immer mehr. Aufgrund dem Alltagsstress, habe ich Stress im Geschäft mit dem Partner, dann wächst es einfach und das sehen wir. Und dann kann ich längerfristig auch nicht hart trainieren. Weniger hartes Training, weniger anaerober Anteil heißt automatisch mehr im Bauch. Das ist das Big Picture des Fettabbaus
Und ein sehr entspannter Punkt. Der Körper will nämlich einfach mal überleben. Das heißt nicht, ich kann einfach weniger essen und weg und gut. Der Körper will überleben und nichts anderes ist eben ein ökonomisches Prinzip. Und wir haben 2 Millionen Jahre lang überlebt als Gattung. Das hat bis jetzt noch keine Firma geschafft. Also das heißt, er muss ganz, ganz ausgeklügelte Systeme haben, um sich zu erhalten. Und für mich auch ganz, ganz wichtig, der Körper regelt eben nicht nur den Verbrauch, sondern viel wichtiger. Und er bevormundet diesen Verbrauch dadurch, weil er eben auch den Fettauf- und Abbau direkt reguliert. Wenn ich etwas oben reinschütte, dann geht eben ein Teil direkt mal ins Fett. Es ist wichtig, dass wir in der Ernährung endlich mal von der Scheibe zur Kugel kommen und nicht mehr immer wieder solche alten und unwahren Sätze wie du musst einfach weniger essen und gut ist rauslassen, weil das bringt es einfach nicht. Und das sorgt nur für ganz viele essgestörte Menschen da draußen und das kann so nicht sein. Übrigens, wir machen auch Schulungen, dann erkläre ich, wie wir genau zu diesen Themen auch kommen. Wir haben 2 Klassen, die wir immer wieder regelmäßig durchführen. Und wenn ihr dabei sein wollt, ein bisschen zu lernen über all diese Zusammenhänge, seid ihr herzlich willkommen. Und wenn ihr Fragen habt zu diesem Video oder anderen Themen, dann kommt bitte auf mich oder einer meiner Mitarbeiter zu, weil dann können wir helfen. Und jetzt wünsche ich euch, genießt den neuen Blick auf den Fettabbau und vielleicht überdenkt ihr mal den Grundsatz, einfach weniger essen. Oft ist mehr, nämlich weniger. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.